So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Mir brennt so der Mund. Ich wollte jetzt kurz das ein bisschen mit Wasser ausspülen, weil ich noch was vorhabe. Wer die letzte Folge gesehen hat, ich versuche die wirklich nacheinander hochzuladen. Ich habe diese Chips probiert, hier diese Pepper King Habanero Kessel Chips. Ich muss sagen, die haben auf jeden Fall eine richtig gute Schärfe, aber die bestehen nicht nur aus Schärfe, sondern auch aus angenehmem Geschmack, etwas süßlich im Vordergrund. Und dann kommt diese gewaltige Schärfe auf. Nicht für Kinder geeignet. Ich fand es richtig genial, aber ich möchte jetzt noch was anderes testen. Und zwar habe ich gesehen, es gibt auch solche hier von Putzer Peppers, Hot Quality Chili Peppers, Burning Pain. Das ist extra nur so eine kleine Packung, da steht auch drauf, extrem scharf, von Kindern fernhalten. Smoked Chili Chips, extrem hot, 8000 Scoville. Und neben denen gibt es auch noch Burning Pain in der roten Packung mit 200.000 Scoville. Das nämlich auch Habanero, das Jalapeno. Die beiden wollen wir auch mal testen. Denn das, die kennt man ja, die habe ich schon so oft gesehen. Die haben auch viele andere schon mal gehabt und getestet. Haben mir auch andere Leute empfohlen. Die hier kenne ich selber noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ob ihr die schon mal gesehen habt. Kleine Tüten, Burning Pain. Das interessiert mich aber jetzt mal. Ihr seht das auch nochmal von hier. Burning Pain, hier ist auch so ein Thermometer drauf, dass ihr das seht. Die sind jetzt bei Mittel, weil das sind ja nur Jalapenos mit 8000 Scoville. Hier sind auch einfach die Kohlen. Hier steht auch nochmal drauf, sehr scharfe Kartoffelchips mit Chili- und Paprika-Geschmack unter Schutzatmosphäre verpackt und so weiter. Geräucherte Chili- und Paprika-Spezialitäten, das sind verschiedene. Hier Pain-Level sehr niedrig bei Aerös Paprika. Dann Jalapeno ist der Pain-Level in der Mitte und bei Habanero ist der Pain-Level ganz am Ende. Deswegen habe ich extra die ersten nicht genommen und probiere mich jetzt mal durch diese mittleren Jalapeno mit 8000 Scoville und diese extremen Habanero mit 200.000 Scoville. Die sehen auch, wie ihr seht, die haben hier den Anschlag bis hinten. Auch hier das Thermostat vorne, da kann man auch drauf achten, ist auch viel weiter oben. Extra auf der Verpackung kann man das schon sehen. Die zwei wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob hier was mit drauf stand, mit Scoville, wie viel das ungefähr hat oder mit was man da rechnen kann. Ich sehe hier auf jeden Fall auf Anhieb keine Angabe. Trotzdem, vielleicht sind die auch einfach nur scharf und schmecken nach nichts. Das finde ich immer doof. Deswegen gerade bei scharfen Nudeln oder so, fand ich sehr toll, diese Too Spicy Nudeln, weil die einen richtig guten Geschmack haben von der Soße und eine brennende Schärfe. Sachen, die einfach nur scharf sind, ohne Geschmack, finde ich sinnlos. Weiß ich nicht. Ich möchte gerne eine gute Kombination. Wir machen jetzt aber erstmal hier diese Burning Pain Jalapeno auf. Und die sind zusammengerollt, die sehen ein bisschen dunkler aus als die anderen. Sind allgemein, haben die eine dunklere Farbe. Riecht auf jeden Fall auch muffig. Wir probieren mal Jalapeno davon. Und sind auf jeden Fall auch viel, 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 viel härter. Würde ich so auch gar nicht als Chips erkennen. Das ist so hart und knusprig. Das ist ja fast schon wie Tortilla-Chips. Nur noch eine Stufe härter, noch eine Stufe knuspriger. Die hier einfach wie ganz normale Kartoffelchips. Auch weich und dünn, knusprig. Die hier wie so Maischips, keine Ahnung, steht da was davon drauf? Kartoffeln, Sonnenblumenöl, okay. Schärfe habe ich jetzt leider gar keine gemerkt. Vielleicht eben, weil ich die Habanero vorher gegessen habe, dass mir die Jalapeno gar nichts ankönnen.
Also würde ich wirklich sagen, dafür, dass die Tüte so klein ist und der Preis trotzdem viel teurer ist als so eine Habanero-Tüte da drüben von dem anderen, die Schärfe viel geringer ist, die aber viel härter und trockener sind, könnte ich bis jetzt auf jeden Fall hier die Pepper King empfehlen, wenn ihr auf scharfe Chips steht, weil die sind einfach zu lasch, zu teuer, zu hart, haben auch keinen eigenen Geschmack. Wir können gerne noch mal ein paar essen. Aber da kommt nichts mehr. Nee. Sieht lustig aus, das hier hat eine Tasche. Also ich bin enttäuscht. Entweder ist der Unterschied wirklich so krass, von 200.000 zu 8.000, was ja wahrscheinlich auch so ist. Aber auch so, dass sie rein geschmacklich gar nichts aufbringen. Man schmeckt ja nicht mal irgendwas. Es ist auch einfach nur ultra trocken und pappig und nach gar nichts. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die hier zwar scharf sind, aber trotzdem auch ultra trocken und ultra pappig. Und somit wäre die Schärfe vielleicht gleich mit den anderen Habaneros, aber dadurch, dass die anderen wenigstens noch einen Geschmack haben, denke ich mir, sind die anderen vielleicht trotzdem besser. Bevor wir aber jetzt falsch urteilen, machen wir sie erstmal auf. Wir gucken nochmal rein, ja? Ist eine kleinere Tüte, alles klar. Sind kleinere Chips. Die sind wieder etwas, komischerweise sind die wieder heller als die Jalapenos. Aber die müssten viel, viel schärfer sein. Aber ob die mit der Schärfe von den ersten mithalten können. Riechen auch wieder süßlicher. Ich hoffe, die haben so einen Geschmack, wie die riechen. Da merkt ihr komplett den Unterschied. Ihr riecht hier rein, ihr riecht gar nichts. Ihr riecht hier bei Habanero, ihr riecht so eine richtige süße Chili-Note. Also so rein vom Geschmack erinnert mich das gerade an diese Chio Tacos, die es mal gab mit diesem Western Cowboy drauf auf der Tüte, wo ihr euren Finger reinstecken konntet, weil das so runde Kreise waren. Habe ich früher immer mit meinem Papa im Kino gegessen. Trotzdem merke ich die Schärfe jetzt nicht so. Sind halt auch wieder extrem knusprig und viel, viel trockener. Dieser süßliche Geschmack ist am Anfang etwas da. Okay, ich merke jetzt schon, wenn ihr mehrere davon esst. Auch wenn ihr an sich nichts merkt, merkt ihr beim Sprechen und Atmen, dass eure Luft, die ihr atmet, irgendwie verseucht ist und Schärfe dabei hat, sodass durch den scharfen Atem ihr euch verschluckt. Obwohl weder die Zunge noch die Lippe brennt, ist der Atem das, der was merkt, ohne dass man selber was merkt. Also eins ist Fakt, klar sind die Habanero schärfer als die Jalapeno, aber ich glaube trotzdem, dass die von Pepper King immer noch schärfer sind als die Habanero hiervon. Das ist Habanero, das ist Habanero, trotzdem fand ich die, haben mehr auf mich eingewirkt als die. Vielleicht wäre es genau andersrum gewesen, wenn ich die zuerst gegessen hätte. Davon abgesehen sind die trotzdem, finde ich, lassen die sich schöner essen. Sie haben einen besseren Geschmack, bestehen nicht nur aus Schärfe. Ich habe es schon 100 Mal gesagt. Die einfach zu hart, zu trocken, zu teuer,
zu wenig. Gönnt euch also die. Die gab es vorher schon. Die sind jetzt reingekommen. Ist nicht der Rede wert. Wenn man die kennt, bleibt bei denen. Das war mein vernichtendes Urteil. Deswegen werden wir hiervon jetzt auch noch ein paar uns gönnen. Haben viel angenehmeren Geschmack. Ihr schmeckt sofort, dass da was da ist und dann brennt es auch im Nachhinein. Und ich sage, die haben gar keinen Geschmack, nix. Beziehungsweise die Habanero haben ein bisschen Geschmack. Gönnt euch die, wenn ihr scharfe Chips sucht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.